Das können wir ja mal wieder aussetzen jetzt, sonst verbrauchen wir das unnötig. Keine Ahnung, was das gebracht hat, aber... Soll mir erstmal egal sein. Ich nehme die Shotgun mit bitte einiges an Munition geladen. Wunderschön. Und dann fahren wir mal nach oben. Ich speichere nochmal schnell. Bam. Vorsicht, steht hier. Oh, ich höre. Halt bloß die Füße still. Ich weiß, wo ich bin. Hallo. Ich sehe, wo ich bin. Wir sind wieder in diesem Korridor. Erkennt ihr es? Mit den ekelhaften Türen. Und jetzt ist die Frage... Oh, hallo. Stirb! Bastard. Oh Mann, die ganze schöne Energie. Wieder weg. Okay, jetzt muss ich zum Fahrstuhl. Das war... Da hinten, diese gelben Knopffahrstühle. Genau. Das war hier, da war hier einer. Und mit dem hier, der nämlich. Aufzug. Die müsste jetzt wieder funktionieren. Oh. Ach shit, ich habe kaum einen Nieten noch, oder? 53. Hallo. 30, jawohl. Geilomat, her damit. Energie. Okay. Ja, ich würde... Soll ich zurücklaufen? Nein, ich glaube... Ich hoffe mal, jetzt im nächsten Bereich gibt es wieder Sachen zu kaufen. Also Fähigkeiten, bei denen ich meine Cybermodule loswerden kann. Na gut, dann rufen wir mal den Aufzug. Hallo, Aufzug. Technik 1. Sehr schön. Ja. Betreten wir mal das gute Stück hier. Wo muss ich jetzt drauf drücken? Hier oder hier? Ich drücke mal. Oh, was ist das? Ah, Technik 1. Medizinisches Wissenschaftsding. Hydroponik Operationssaal. Ja, geil. Ich würde sagen, dann gehen wir mal Stockwerk für Stockwerk durch. Die gute Frau wollte uns auf Deck 4 haben. Das heißt, ich werde jetzt mal hier hingehen. Oh. Und es ist gleich mal ruhig. Ich werde mal speichern. Schnell, nochmal. Und dann werden wir mal heraustreten. War ich hier schon mal? Ja, natürlich, oder? Ja, genau. Das hier sind die Anfänge. Wir sind bei den Anfängen angekommen, alles klar. Dann bin ich jetzt hier. Also, ja, und hier kann ich kaufen. Jawohl, hier kann ich ja kaufen. Geilo, geilo. Geilomat. Und jetzt geht's wieder los. Jetzt ist die große Frage, was kaufe ich denn? Lass mich mal überlegen, was haben wir denn hier? Ich will unbedingt forschen, will ich mal vorankriegen. Dafür brauche ich ja sowieso eben diese Chemikalie. Psi. Lass uns mal Psi kaufen. Jetzt schauen wir mal, ob es irgendwas mit Reparatur gibt. Psi-Reparatur, Anti-Entropiefeld. Wenn dies aktiviert ist, können ihre Schusswaffen nicht ausfallen und ihr Zustand, na, ist egal. Eine Ralle der Dekontaminierung brauche ich nicht. Stärkung 2, nein. Das hört sich mal nicht schlecht an. Das hört sich auch gut an. Das nehmen. Achso, aber da brauche ich auch wieder. Verliere ich ja Psi-Kräfte. Aber ist egal. Oh, Psi-Kraftstufe. Oh, was heißt wieder Psi-Kraftstufe? Achso, hier, oder? Nein. Psi-Kraftstufe. Wie habe ich das gemacht? Ich habe es vergessen. Verdammte Hacke. Psi-Kraftstufe. Standard. Das ist die Waffenstufe. Was ist ein Alien, bitte? Was war denn das eben? Alien. Diese Fähigkeit steigert die Wirkung von exotischen Waffen. Forschen Mindestfähigkeit von mir, okay. Was war denn jetzt Hack-Reparatur? Hack können wir aber mal hochsetzen auf einmal. Warten. Forschung Reparatur. Die Reparaturfähigkeit bestimmt ihre Erfolgsklasse beim Reparieren von Waffen oder Computersystemen. Okay. 10, das frisst aber einiges hier. Na, egal. Reparatur. Kann ich jetzt hier, jetzt will ich aber auch reparieren hier, bitte. Es geht nicht! Was heißt denn hier Reparatur? Mann! Reparaturfähigkeit auf Waffe an. Laserpistole über... Reparieren, hier! Ah, okay, alles klar. Das ist wie Hacken. Erfolg! Okay, schön. Geil, hab ich jetzt eine neue Waffe. Die Waffe erfordert Energie von 1. Okay, Energie.
Dann lass uns doch Energie von 1 kaufen für 12 Cybermodule und dann sind wir aber wieder weg. Ach, egal. Scheiß auf die Psi-Kräfte. Ich bin hier Marine sowieso. Energie 1. Und nun kann ich die Waffe nehmen. Wow, finally, geil. Ach so, das ist das Teil. Kenne ich ja aus dem Tutorial. Stimmt ja. Aber, sehr gut. Ach so, munitionstechnisch brauche ich halt immer so ein Ladegerät. Wow, krass. Oh. Okay, ich muss das immer aufladen quasi dann. Naja, ist jetzt auch nicht so pralle. Jetzt habe ich Cybermodule 3. Ja, somit hat sich die Einkaufstour erledigt. Wir können jetzt reparieren und wir können die Energiewaffe benutzen. Naja, wird schon passen alles. Ich könnte aber jetzt, und das werde ich auch tun, mich jetzt mal zum medizinischen Bereich begeben und mich nochmal irgendwo heilen. Zur Hölle. Weil ich es mir fucking verdient habe, mich zu heilen. Ich hoffe nur, ich begegne jetzt keinem... Oh, Affen. Affen sind schlecht. Ich mag sie nicht. Oh, fuck. Er wurde geheilt. Sehr schön. Wunderbarst. Gab es hier übrigens noch irgendwas? Nee, ne? Was war hier eigentlich drin? Okay, okay. Gott, war er hier? Hallo. Stimmt, ich könnte ja nochmal durchschauen. Hier gibt es noch jede Menge zu hacken. Was haben wir denn hier alles übersehen noch? Oh Gott, hier ist nichts zum... Toll, nochmal. So viele Naniten habe ich jetzt auch gar nicht mehr. Toll. Ah, geil. Das war's, oder? Keine Naniten mehr. Jetzt kann ich nicht mal mehr hacken. Oh, hallo. Wie kann das denn sein, dass das hier rumliegt? Jetzt bin ich aber doch nochmal neugierig hier. Ich will nur dem Drecksaffen nicht begegnen. Wo ist der? Da ist nochmal was zum Hacken. Aber dazu brauche ich Naniten. Oh, okay. Stimmt ja, ich brauche ja... Oh, da ist der Affe! Weg, weg, weg. So, so, so. Affe, komm her. Shotgun in die Fratze, so. Da ist ja auch noch was. Ja, ich gehe mal kurz rein, ich habe ja Energie genug. Ich speichere aber vorher mal. Da waren wir auch noch nicht drin, aber da gibt es auch was zu hacken. Aber ich habe keine Naniten mehr. Ich auch nicht erlebt, dass ich keine Naniten mehr habe. Ist hier irgendwas? Eine Blumentopf, toll. Brauche ich nicht? Outlook irgendwo? Hier irgendwas? Nein. Ist auch nichts? Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Oh, fuck, was hat's denn hier? Leichen. Okay, raus. Okay, okay, ich bin schon gut, ich bin schon gut. Wir gehen dann nochmal schnell zur Heilstation. Wenn ihr mir sagt, wo die war. War sie hier? Nein. Tür bleibt auf. Ja, ja, komm, heil dich. Hier war sie. Ah, keine Naniten! Scheiße. Voll im Arsch ohne Naniten, was geht denn ab? Okay. Dann waren wir auf jeden Fall jetzt mal hier und wir wissen, dass hier noch was ist. Oh, okay, ich hab ab. Aber was war hier? Ah. Oh Gott, was war hier noch alles? Ich habe eh nichts mehr zum Hacken. Mann, ich brauche Naniten. Hallo. Dann gehen wir eben auf ins nächste Deck. Oder aufs nächste Deck. Halt. Wo gehe ich jetzt hin? Ah ja. So. Ich hoffe, hier schleicht nichts mehr herum, ey. Bin ich froh, dass der Roboter hier weg ist. Der Wartungsroboter. Das war ein fieser Penner. So. Deck 2 bitte. Oh, ich höre schon. Hydroponik. Hydroponik? Hydroponik. Kein Plan, was das sein soll. Oh, Schacht blockiert. Verdammt. Etwas blockiert den Schacht und der Aufzug kann Deck 4 nicht erreichen. Lassen Sie mich nachsehen. Ich entdecke massive Mengen eines Biomaterials, das den Aufzugsschacht versperrt. Die Umgebung auf dieser Ebene wurde so verändert, dass sie eine Art Brutkammer für die Xenomorphs darstellt. Das dürfte nicht gefährlich sein, wenn man sich nur ein paar Stunden hier aufhält. Aber um den Schacht benutzbar zu machen, müssen Sie das Biomaterial beseitigen. Ich schalte mich in den Hauptdatenstrang ein. Mal sehen, was ich dort herausfinden kann. Toll, was soll ich jetzt machen? Jetzt muss ich hier aufräumen, oder was, den Schacht? Bin ich hier der Aufzugwärter, oder wie? Ich komme hier nicht raus. Oder? Doch, ich komme raus. Oh, was ist das denn? Ekelhafte Scheiße. Also ich komme nicht hoch zu der guten Frau, weil jetzt hier in diesem Stockwerk eine Versperrung stattfindet. Ist das giftig für mich?
Nein, okay. Biomaterial. Bäh. Ekelhafte Gülle. Oh, aber hier ist es schön. Gefällt mir irgendwie vom Design her. Ah, hallo. Audio Log. Dick, ich weiß, dass du diese Nachricht erst nach unserer Rückkehr erhältst. Aber ich muss dir sagen, wie unglaublich ich mich fühle. Wir haben es endlich geschafft, haben den Kontakt hergestellt. Und Muldoon und ich wurden ausgewählt, in der Anfangsphase dabei zu sein. Anatoli verlangte aber, dass wir das niemandem auf dem Schiff erzählen. Diese Wesen sind erstaunlich, sie sind so hilflos. Ich fühle irgendwie den Zwang, sie zu schützen. Es ist eine wunderbare Entdeckung. Okay, Anatoli. Geiler Name. Ich finde diese Outlooks immer sehr interessant, weil sie uns etwas über die Hintergrundgeschichte erzählen. Oha. Und auch die Leichen, die hier überall rumliegen, erzählen uns was. Und zwar Gefahr. Gefahr. Oh, Musik. Was? Oh, hallo. Wo war dieses denn? Wo war denn hier jetzt die Kamera? Ich habe keine Kamera. Oh! Okay, scheiß auf die Kamera. Da ist eine Selbstschussanlage. Oh Mann, lass mich hier mal... Kann ich hier nachschauen? Okay, nehme ich gerne mit. Nehme ich auch mit. Oh. Mal Laserpistole ausprobieren. Oh, geil. Oh, okay. Scheiße. Mal aufladen, bitte. Geil. Die Laserpistole hat's drauf, Mann. Kamera, Kamera. Oh, da, ich sehe. Okay, ich habe gesehen. Ich habe gesehen. Die Kamera ist gleich weg. Oh, meine Energie sieht schon wieder schlecht aus. So, jetzt lassen wir mal schauen. Wieder Munition. Einen Haufen Munition. Bam. Sehr schön gelöst. Nicht, dass da hinter uns was auftauchte. Oh, oh, okay, da ist noch was. Oh, Wahnsinn. Jetzt hat es mich aber heftig erschreckt. Sollen wir mal hier speichern. Ich könnte schon wieder so eine medizinische Einheit vertragen. Das gibt's ja nicht. Kranker Scheiß. Oh, was ist jetzt los? Frame Drops. Geil. Munition verbraucht. Toll. Das freut mich natürlich ungemein. Ah, jawohl, das ist ein Ladegerät. Lade mal. Alle Objekte im Inventar aufgeladen. Sehr schön. Das heißt auch meine... Komm schon bitte, meine Energiewaffe. Oh nein. Komm schon, wo ist die Energiewaffe? Nimm die fucking Energiewaffe hier jetzt. Okay, sie ist aufgeladen. Jetzt müssen wir mal das Teil hier zerstören. Oh, fuck you. Scheißding. Hallo. Oh Gott. Okay, okay. Nein. Oh, fuck. Ich bin sowas von fast tot, hey. Das ist ja... Oh, jawohl. Kommt mir sowas von gelegen. Oh, zwei Stück habe ich ja schon. Habe ich von dir mit zwei bekommen oder hatte ich schon eins? Und habe es nicht gesehen. Da ist nichts drin. Hier haben wir Audiolog. Oh, Magazine. Jede Menge Magazine. Naja. Lass mich mal die Magazine abchecken hier. Zeitschrift. Dieses dicke Hochglanzmagazin enthält vor dem enthält vor allem Anzeigen für teure Lederprodukte, sowohl Kleidung als auch Ausrüstung. Ein Artikel beschäftigt sich mit der experimentalen Nuku-Zuchtanstalt auf Ganymede. Okay, alles klar, was auch immer. Da fällt mir kurz mal was ein. Und zwar haben wir hier ja so komische Spiele, oder was? Ein MFD-Spielgerät. Schweinehirt. Hack, ich kann es hacken. Kann ich jetzt nicht auch... Okay, was heißt das? Nicht auf den Mais treten. Okay. Okay. Da bin ich wohl auf den Mais getreten. Der Schweinehirt. Ich habe keinen Plan. Oh, okay. Hm. Bin ich gut oder bin ich gut? Okay, da war der Mais. Ja, super Spiel. Wahnsinn. Und was haben wir noch? Überwelt 0. Was hat er jetzt gemacht? Ah ja, Überwelt 0. Schweinehirt? Ah, okay. Was muss ich tun? Du betrittst Überwelt 0. Ah, okay, ich kann entlang laufen. Ich
klicken. Okay, was soll ich hier? Ich bin dieses lila Männchen anscheinend. Undurchdringbar, okay. Auch nicht schlecht, ein Spiel im Spiel. Ah, was haben wir hier? Okay, das ist gefährlich, glaube ich. Was? Schaden, ein Kobold ist gestorben. Sie haben 3 Experience-Punkte, 1 Gold erhalten, okay. Spieler traf nicht, Kobold traf nicht. Monster in der Nähe werden wütend, okay. Heißt, Spieler traf nicht, okay, okay. Okay, keine Ahnung, was ist. Oh Gott, die verfolgen mich. Hilfe, 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 Hilfe. Weg hier. Okay. Was auch immer das soll, ich werde mich jetzt nicht länger damit beschäftigen. Ist doch etwas creepy auch. Oh, was ist das? 17 Gold erhalten, sehr schön. Na gut. Das soll es gewesen sein. Oh, nein, das soll es gewesen sein. Lass uns mal kurz hier zurückkommen in die Realität. Oh, schau her. Habe ich den Platz ausgezeichnet? Sogar Wahnsinn. Oh Mann, oh fuck, genau. Fuck, kann ich das nehmen? Nein, was? Waffe erfordert Energie von 4. Energie von 4. Na gut. Kann ich hier ein bisschen umstrukturieren? Vielleicht kommt es dann hin. Ja, wenn ich eben diese Drecks... Weg damit. So, jetzt kann ich die Knarre aufnehmen, oder? Jawohl. Sehr schön. Das brauche ich nicht. So, ach ja, hier. Ist nichts drin? Oh. Leichter Kampfanzug. Ja, weiß ich. Ich tausche einfach mal aus. Ist aber das gleiche wahrscheinlich, ja. Irgendwie gibt es auch nicht keine wirkliche Aufrüstungsmöglichkeit. Ach, schau hier. Haben wir Sachen zum Einkaufen. Sehr schön. Aber, oh ja. Oh shit, mein Ding ist ja fast kaputt. Kann ich reparieren? Oh Gott, es frisst ja ordentlich. Bis jetzt mal der Grün hier unten ist, hey. Wie viel Reparatur das verbraucht, hey. Wahnsinn. Krass. Na gut, dann sind wir soweit gut, würde ich sagen. Ich gehe mal raus. Nicht, dass hier noch eine Kamera irgendwo rumschwenkt. Oh, fuck. Oh, was ist das denn? In diesen Wänden entsteht neues Leben. Oh, fuck. Das sind die Stimmen wieder. Nie erblickt hat. Das sind die Stimmen wieder. Ach, scheiß auf die Magazine hier. Da ist noch eins, aber das will ich auch noch mal durchlesen. Mal kurz schauen. Dieses Hochglanz-Holo-Magazin ist vor allem auf den wohlhabenden Jugendmarkt ausgerichtet. In den Fortsetzungsgeschichten werden die Affären und Abenteuer einiger sehr fotogener Stars behandelt. Okay, mehr gibt's nicht zu sehen. Na gut, dann weg damit. Ich meine, wir hatten noch eins. Wo ist es denn? Nirgends. Waren es nur 2? Nein, es waren 3 Hefte. Anscheinend ist es Lost. Nein, kann's mal da. Aber jetzt kann ich das aufnehmen, wenigstens hier. Diese Stimmen waren schon wieder da. Oh Gott, oh Gott. Was ist das? Oh, okay. Fuck you, fuck you, fuck you. Wow, Wahnsinn. Okay, kaputt. Oh, jetzt kommen die Nächsten. Da kommen die also her. Yo, yo, yo. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ah, fuck you. Hat er mich erwischt. Oh, was ist das denn? Was ist das? Ja, da oben steht ein unerforschtes Objekt. Super toll. Ja, ja. Wo ist es? Wo ist es? Biest. Jawohl. Und weg damit. Oh Gott. Ja, ich würde die Scheiße echt gerne erforschen, aber kann ich jetzt übrigens nicht auch hier... Ah. Kann ich das jetzt hier abbrechen? Pause. Okay. Und wenn ich jetzt dann das hier... da rein tu. Bitte korrekte Chemikalie einführen. Ja, was brauche ich denn? Es wird diese Röhre mit Flimmerhaaren an der Innenseite stellt das gesamte Verdauungssystem der Larve dar. Zur Erforschung benötigen Sie Chemikalie CFGA. Okay. Das ist interesting und hier ist Heft Nummer 3 dann doch. Egal jetzt. Oh Gott, das ist ja alles sehr komplex hier. Wahnsinn. Was ist das? Forschungssoftware. Nehme ich mit. Was haben wir hier? Schweinejäger.
Schweinejäger ist neu. Objekte fallen gelassen, dann lasse ich mal kurz den Degen hier fallen. Na, wo ist es jetzt hin? Da. Da liegt's. Und so, eingeführt. Degen nehme ich wieder auf und wir schauen mal kurz nach. Was denn? Schweinejagd. Oh Gott, was muss ich denn tun? Ach, okay, ich muss schießen. Ah, okay, alles klar. Jagd das Schwein, schießt das Schwein, jawohl. Sehr schön. Kann ich einsammeln? Oh nee. Jawohl. Oh, weg da. Okay, das ist fun. Das macht jetzt schon Spaß. Ich muss die hier abschießen. Aber vorher muss ich den ausweichen, weil die mich hier überholen. Hallo, erwischt. Ah, okay, mit der Maus lenke ich also quasi. Und dann schieße ich auch. Na, komm schon, jawohl. Wuhu, oh nein, jawohl. Cool. Oh, was ist das? Oh, Glück gehabt. Oh, was ist das? Ein Auto? Ein Auto? Schieß, schieß! Oh Gott, Hilfe! Nein, jetzt bin ich kaputt. Da war ich hinüber nochmal. Eine Chance. Was war das Blaue? Oh, Schweine, Schweine, Schweine. Nein! Okay. Auch sehr funny.